Leute, grüße ich heute Ludger Wintertest des Tages und super Spartipp. Mit Brille24.de eine Brille für 96 Euro bekommen, die hier im Laden 500 oder 700 Euro kostet. Und zweitens auch mit der Brille zu tun, LED-Lampen sind tödlich für die Augen mit dem aggressiven Blauanteil, da die Netzhautablösung führen kann. Und ich zoome mal weit und erzähle das mal, den Spartipp und Warntipp. Also liebe Leute, grüße zum Tipp des Tages, Spartipp des Tages und Warnung des Tages. Und zwar habe ich hier LED-Licht und da ist LED-Licht und Fernsehen ist LED-Licht und da hat einen Blauanteil und dieser Blauanteil ist so aggressiv, habe ich vor 6 Wochen am Fernsehen gesehen, ich weiß nicht mehr welche Sendung. Der ist so aggressiv, der Blauanteil, der geht auf die Augen und dann lagert sich zu viel ab in den Augen, in die Netzhaut und dann gibt es Netzhautablösung. Und meine LED-Lampe habe ich ungefähr 4 Jahre und nach zweieinhalb Jahren hatte ich schon mal Netzhautablösung, muss mein Auge gelasert werden, kann man blind werden, das ist ganz gefährlich. Und jetzt habe ich gesehen, warum ich Netzhautablösung hatte, weil wegen dem Blauanteil im Fernsehen, beim Handy, überall ist das LED und das ist der Blauanteil und das geht auf die Augen und das ist ganz aggressiv. Und dann gibt es LED-Lampen, die haben eine gelbe Schicht, das wird dann rausgefiltert. Ich habe gegoogelt, nichts gefunden, im Laden gewesen, nichts gefunden, Elektroladen nichts gefunden, der Vertreter wusste noch nichts. Und dann war ich beim Optiker und der Optiker ich wollte ein Messgerät haben, um den Blauanteil zu messen, hatten die nicht. Aber sie haben gesagt, die haben hier bei Apollo, der heißt halt Blaublocker haben. Die ist eine extra Schicht, eine gelbe Schicht. Und dann wird das rausgefiltert, die blauen Strahlen. Und kostet aber 250 Euro ein Glas. Und eins ist umsonst, der kostet die Brille 500 Euro. Und nebenan, weil die zwei beim Optiker kosten ein Glas 250 Euro, 500 Euro, dann noch, dann ist man bei 700 Euro eine Brille. Also ist echt Schweinegeld. Und dann habe ich hier nachgefragt bei Brille 24, da bin ich ja schon lange Kunde. Die haben das auch, das heißt da aber anders, Reflex, so ist, heißt die Schicht da. Und bei Brille 24 habe ich hier meine Brille jetzt geholt, mit dem Blaublocker. Eigentlich kostet so eine Brille 39 Euro. Aber weil ich stärkere Gläser habe oder weil, weiß ich nicht, weil ich älter Kunde bin, kostet 69 Euro. Und dieser Blau, diese gelbe Schicht, diese Blaublocker gibt es bei Brille für 30 Euro, komplett für 2 Gläser, wo die anderen da 250 Euro für ein Glas haben wollen. Und diese Brille hat noch Kunststoffgläser mit Glasverschichtung und die hat UV. Und Blocker hat sie auch, für alte Leute ist das wichtig, die halt alles was hat und jetzt habe ich dann statt 700 Euro, 500 Euro nur 96 Euro gezahlt, da war ein Versand, also echt super. Und dann, wer am Computer arbeitet oder Handys oder Fernsehen guckt, der muss unbedingt so eine Brille haben und wer keine Brille hat, weil er zu gut sieht, muss dann halt Fensterglas nehmen mit dem Blue Blocker da. Und so kommt die Brille dann an, in ein Paket. Hier Brille24.de. Man kann die auch 30 Tage zurückgeben. Man braucht nur sein Rezept haben vom Augenoptiker. Habe ich jetzt immer da liegen. Und da fehlen auch noch 2 Daten, der Augenabstand. Da habe ich einfach bei meinem Optiker gefragt, dann habe ich das aufgeschrieben. Und jetzt sind die Daten da gespeichert bei Brille 24 und dann mit einem Klick kann ich eine neue Brille bestellen, weil die Daten noch gespeichert sind. Und so eine Brille gibt es da für 39 Euro. Aber wichtig ist, ich hatte sonst eine mit Kunststoff, hier Metall unter Kunststoff, die hat 7 Jahre gehalten. Jetzt habe ich eine nur aus Metall, weil die länger hält, hoffe ich da. Und meine Augen tun nicht mehr weh und man kann kontrollierte Arbeiten, ist nicht abgelenkt, also für Leute, die wenig verdienen, da nur 1000 Euro netto oder so und dann 500-700 Euro für eine Brille und dann hält die nur 2 Jahre oder 4 Jahre oder und bei mir hält sie wahrscheinlich 7 Jahre, wenn sie nicht kaputt geht und dann wieder 700 Euro, das ist Schweinegeld und dann
Komplettbrille für 96 Euro, kann man nichts sagen. Okay, und jetzt muss ich nur gucken, dass ich hier bei meinen Lampen da überall noch Lampen kriege mit der gelben Schicht, aber die gibt es noch nicht so auf dem Markt, da muss ich mich drum kümmern. Wollt euch warnen, das war euer Spartipp, wie ihr da irgendwie da 600 Euro sparen könnt bei einer Brille. Und eine normale Brille, wenn ich nicht so stark Gläser habe, kriegst ihr für 39 Euro. Mit UV-Kunststoffgläser zahlt ihr 150 Euro für. Und bei Brille 24 kriegst du das für 39 Euro. Die haben ja auch zwar auch teure Brillen, aber man kann ja auch die günstigen nehmen. Und wichtig ist, es gibt so Federscharniere, hatte ich meine Brille, Ersatzbrille. Und dann war meine Brille kaputt gegangen nach 7 Jahren, dann habe ich die genommen und nach einem halben Jahr war die kaputt, weil ich fasse immer meine Brille an, dann klackt das so und dann ist das kaputt gegangen. Das ist nervig, dieses Federscharnier. Und da muss man halt eine Brille suchen, da, die Metallbrillen haben meistens kein Federscharnier und dann hält es noch länger. Die sagen zwar, die können es reparieren, wenn es kaputt ist, reparieren die das dann, die sind sehr nett, kann man am Telefon. Nur ein Nachteil hat Brille 24, die haben meinen besten Kumpel, meinen besten Fan von meinen Witzen da gekündigt. Das fand ich natürlich nicht so gut, ne? Aber ich habe bei anderen Anbietern schon geguckt, aber es war nicht so einfach da. Und dann kriegt man vier Brillen zur Auswahl da und in die kriegt man eine sofort. Ich will ja nicht lange gucken da, sofort, ich will die ja sofort haben. Und dann irgendwie nach zwei Wochen kriegt man die schon mit der Luftpost wahrscheinlich. Früher musste man zwei Monate warten, genau wie beim Optiker, weil die die aus Taiwan kriegen. Und jetzt sind sie schon nach zwei Wochen da, die Brillen. Kann ich nur empfehlen, Brille 24 da. Mal gucken, vielleicht kriegt ihr dann einen Gutschein von Brille 24 von 100 Euro, wenn ich denen das Video schicke, ein bisschen Werbung für die Macher da. Okay, dann zeige ich nochmal den Text. Also achtet euch auf die Augen, wenn ihr im Alter Netzhautablösung kriegt, das ist tödlich, dann werdet ihr blind da. Da sind die 80-, 90-Jährigen, die haben das meistens, die sind dann blind im Altersheim, liegen nur im Bett so, ne? Und okay, jetzt bin ich jetzt ausgegangen. Ciao, ciao, bitte.